Hallo und herzlich willkommen zu Ihren SAK TV Nachrichten. Heute haben wir folgende Themen für Sie: die aktuelle Geschäftslage in der SAK-Branche, Aufschub und Stornierungsquote bei Bauprojekten massiv angestiegen, Nordwest vermeldet Rekordjahr und Vorstandswahlen in der Innung SAK Köln. Die Konjunktur in der SAK-Branche entwickelt sich stabil im positiven Bereich. Das geht aus Befragungen der Vereinigung der Deutschen Sanitärwirtschaft, VDS, und der Wirtschaftsvereinigung Gebäude und Energie, VDZ, hervor. Nachdem sich das Geschäftsklima im dritten Quartal des letzten Jahres deutlich verschlechtert hatte, liegt das Geschäftsklima aktuell mit plus 29 leicht über dem Niveau der beiden Vorquartale. Besonders die Erwartungen an das nächste Quartal werden von den befragten Unternehmen aktuell als klar positiv bewertet. Am deutlichsten verbessert hat sich im ersten Quartal 2023 das Geschäftsklima im Bereich Sanitär. Hier stieg das Geschäftsklima um plus 11 Punkte an. Der Bereich Heizung hat sich deutlich von den Bereichen Sanitär und Lüftung Klima abgesetzt mit plus 55. Lüftung Klima zeigt rückblickend die stärksten Schwankungen auf. Nach einem sehr guten Stand im zweiten Quartal 2022 fiel das Geschäftsklima im zweiten Quartal 2023 ab und liegt derzeit bei plus 30 Punkten. Aber das alles könnte viel besser sein, zumindest wenn man sich die Sonderauswertung des aktuellen Konjunkturbarometers anschaut. Demnach wurden über 80% Bauprojekte storniert oder aufgeschoben. Zum Vergleich, im ersten Quartal 2022 betrug die Aufschub- und Stornierungsquote noch 60%. Grund für den Anstieg seien unter anderem steigende Zinsen, außerdem die allgemeine wirtschaftliche Unsicherheit und die steigenden Energiekosten. Ein Viertel der Befragten aus Industrie und Großhandel gehen derzeit davon aus, dass die betroffenen Projekte ganz abgesagt werden. Vor einem Jahr gaben nur knapp 7% der Befragten an, dass Projekte ersatzlos gestrichen werden würden. Die größten Auswirkungen durch Aufschübe und Stornierungen werden von den Befragten im Bereich Sanitär und Installation gesehen. Der Produktbereich Sanitär ist laut Einschätzung mit 90% besonders häufig von Aufschüben bzw. Absagen betroffen. Der Nordwest-Konzern hat für das Geschäftsjahr 2022 Rekordwerte verkündet. Mit einem Zuwachs von 34,8% gegenüber dem Vorjahr ist es das beste Ergebnis vor Finanzergebnis und Steuern in der Unternehmensgeschichte. Gründe für dieses besondere Geschäftsjahr hat uns der Vorstand genannt. Spürbar positiv sind unsere Fachhandelspartnerzugänge. Wir haben per Saldo 70 neue Kunden gewonnen im vergangenen Jahr. Auch für uns nennenswerte Zugänge im Bereich Haustechnik. Und die wollen wir weiter mit unseren Dienstleistungen versorgen, mit unseren Systemen versorgen. Und auf dieser Basis bauen wir höchstwahrscheinlich auch eine erfolgreiche Weiterentwicklung des Bereiches Haustechnik. Besonders interessiert der Bereich Haustechnik. Hier stand bisher das Sanitärsegment im Fokus. Sie haben völlig recht. Der Schwerpunkt der Nordwest-Haustechnik war immer der Begriff Sanitär. Wir kommen aus einer relativ starken Sanitärwelt mit guten Händlern, mit guten Ausstellungskonzepten und wenig Fokussierung auf den Bereich Heizung. Vielleicht da noch mal ein bisschen der Hintergrund. Heizung war schon immer ein wenig dominiert, auch von Direktvertriebsformen, wo dann nur große Partner entsprechend auch Paroli bieten konnten. Diesem Thema waren unsere Händler nicht unbedingt auszusetzen. Deshalb haben wir immer entschieden, wir fokussieren uns relativ stark auf den Bereich Sanitär. Regenerative Energien und die ganze Förderung dahinter bringt das alles in ein neues Licht. Und deshalb entwickeln wir uns in diesem Thema auch weiter. Wir werden aber erst einmal das nur mit Zentralregulierungsgeschäften anködern können, weil wir uns derzeit noch nicht in der Lage sehen, diese Themen lagerhaltend zu halten. Und deshalb wird erstmal der Fokus darauf liegen, ein Netzwerk von Industriepartnern und vielleicht auch Importquellen zu erarbeiten, um unseren Händlern die Teilnahme an diesem zu erwartenden Boombereich zu ermöglichen. Das ist so in etwa das Thema. Und bei der Innung SAK Köln wurde gewählt. Einstimmig wurde Marc Schmitz erneut zum Obermeister gewählt. Er ist bereits seit 2018 im Amt. Als stellvertretende Obermeister wurden Oliver Krämer und Achim Hambücken gewählt. Die Innungsmitglieder bestätigten Carsten Gelwart in seinem Amt als Lehrlingswart und Ömer Kökan als dessen Stellvertreter. Und das war's auch schon wieder für heute von uns. Wir sehen uns wie gewohnt am kommenden Dienstag wieder mit einer aktuellen Reportage. Ich freue mich, wenn wir uns dann wiedersehen. Bis dahin. Thank you.